Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2017 und 2019 zum Brasilien Qualifying hier in Sao Paulo. Ja, ich muss das Setup noch ganz schnell speichern. Ja, Brasilien, ich wurde schon ein Trainings gewarnt. Hier ist die KI nicht ohne und da muss ich den meisten sogar wirklich recht geben. Ich habe aber diesmal die achte Einheit mittlerweile schon drin. Also es ist schon, also acht Einheiten braucht man Minimum für die gesamte Saison. Also da kommt ihr nicht drum herum und beim Getriebe sieht es eigentlich so ähnlich aus. Ja, sieben bräuchte man da im besten Fall, wenn man nichts abkühlt. Also es geht in meinen Augen sogar da noch ziemlich gut mit acht Teilen. Setup, soweit geht, das Standard-Setup außer mit 4-4 in den Heck- und Frontflügelbereich. Das Wetter, Qualifying trocken, am Ende soll es nass werden, aber das spielt keine Rolle, wir werden hier in Q1 ausscheiden. Da bin ich ziemlich sicher, Rennen eigentlich so wie in Mexiko, deswegen auch in diesbezug nichts Neues. Wenn ich in Q2 komme, dann wird das gefeiert. Ziel vom Team ist übrigens Position 15. oder besser zu werden. Ja, als ob wir das hier schaffen. Die KI ist wirklich sehr, sehr stark. Auch hier habe ich ein großes Problem bezüglich des Reifenmanagements. Also das gleiche Problem wie in den USA. Laut Rennstrategie verbrauche ich 1,25%. Also das ist der Faktor, den ich hier pro Runde brauche. Also ich brauche ein Viertel mehr Reifen, als das Team gerne möchte. Deswegen auch hier Reifenmanagement nur in grün geschafft, nicht in violett. Die Boxen, das ist... Ausfall ist hier sehr komisch. Also sehr komisch in Bezug auf, ja, entweder man dockt eigentlich gar nicht an, aber man ist schon angedockt. Wie gesagt, Qualifying Teamkollege will ich schlagen, das ist eigentlich mein Ziel. Lance Stroll, der ist zu weit weg, auch wenn das nicht wirklich eine Williams-Strecke ist, was mich sehr wundert. Man hat hier die zwei lang geraden. Aber vielleicht können wir doch Lance Stroll ärgern. Palmer weniger, Renault ist stark geworden. Genauso wie die beiden Toro Rossos. Also das merkt man schon, Hülkenberg ist sowieso kein Thema und die beiden funktionieren ja sowieso nicht. Ja, also von dem her bleibt nur ja ein Team übrig. Und zwar Williams mit Stroll, was wir hier schlagen können. Magnussen müssten wir fast schlagen. Oder wäre super, wenn wir ihn schlagen, glaube ich allerdings nicht. Rojo ist der stärkere Fahrer von den beiden. Und ich möchte jetzt in meine schnelle Runde gehen. 1:10:05. Fein, ich meine höchstens eine Elferzeit. Ja, höchstens. Grip ist deutlich besser als im Training. Das merke ich ja jetzt schon. Der 10. hinter Hülkenberg. Die ist im zweiten Sektor sehr stark. Das war mal ihr schwächster Sektor. Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist sie hier sehr stark. Was ich nicht mag, ist die Kurve hier, der Ausgang. Wie auch im Vorgänger, das Heck wird ja rumkommen. Egal, was man da macht. Hier auch. Hier die Kurve ist enorm verschärft worden. Halbe Sekunde zurück. Und jetzt nur noch Topspeed. Eine 10-3. Im Training bin ich nicht mal eine 10er-Zeit gefahren. Ja, 11. Ja gut, vor Wehrlein. Aber der ist nicht der Maßstab. Fahrer vor mir. 11-0. Ganz schlechte zweite Runde. Esteban legt nach. Hier habe ich auf jeden Fall noch 2 Zehntel liegen lassen. Ja, kein Vertrauen an dem Ausgang. Oh, die Runde ist zum Vergessen. 11-2, das ist das Maximum. Bisher. Hamilton 9-6, Fahrer hinter mir. 12-0. Okay, also Max bringt hier einiges.
Fahrer vor mir. F1, das ist noch drin. Also F1 ist drin. Da sind wir schon bei 7%. Teile sind komplett neu, alles 0%. Gut, bis auf das Getriebe. Ja, aber wie gesagt, ich habe noch zwei frische Komponenten. Die können wir sowohl in Brasilien als auch in Abu Dhabi benutzen. Also in dem Bezug, ich muss nichts sparen. Also 8 Einheiten braucht man für die Saison. Also das heißt, in der zweiten Saison muss ich eigentlich in 4 Rennen sagen. Oder nach 4 Qualifyings muss ich in der zweiten Saison sagen, okay, ich nehme neue Teile. Ich denke mal, das wird Bahrain sein. Bahrain wird es sein. Und dann, ja, dann fängt schon an. Kanada, Baku, Aserbaidschan, das sind schon mal 2 Strecken. Also ich werde mal schauen, wo wir in der ersten Saison sehr schlecht abgeschnitten haben. Das wären dann die ersten Strecken, wo ich dann sagen würde, ja, da werden wir das dann investieren. Alonso kann eine 11-0 fahren, dann muss ich die eigentlich auch fahren können, ne? Wenn wir gerade bei den Themen sind. KI ist hier, wie gesagt, brutal gut. Das muss ich echt mal so stehen lassen. Also das ist echt nicht einfach, gegen die hier zu bestehen. Momentan nur Wehrlein und Eriksson hinter uns. Und hier sieht man es auch ganz deutlich im zweiten Sektor. Da verliere ich die Zeit. Im Schlusssektor gewinne ich sogar die Zeit gegen meinen Teamkollegen. Könnte natürlich darauf hindeuten, dass der mit mehr Flügel fährt. Weil gerade die erste Sektor und der Schlusssektor, das sind ja diese langen 2 Geraden eigentlich nur auf dieser Rennstrecke. Das komplette Infield ist ja aus langsamen Kurven und mittelschnellen Kurven. Da brauchst du ja wieder den Abtrieb und ja, das scheint wohl der Alonso zu haben. Ist mir schon im Training aufgefallen. Der kommt auch ganz knapp an die Leistung von Lance Stroll ran. Deswegen, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass der nicht diese, dass der das, die neuen Upgrades nicht spürt. Ich kann mir schon gut aus durchaus vorstellen, dass der die Upgrades spürt, nur im Rennen irgendwie nicht. Das könnte ich mir spüren, weil 18. bzw. eine Sekunde vor Wehrlein ist viel zu viel. In der Theorie. Weil dann hätte Alonso immer noch den Stand des Autos von am Anfang der Saison. Weil am Anfang der Saison. Und das glaube ich nicht. Also der gleicht das doch aus mit dem Lance Stroll, deswegen ist er so dicht dran. Eine 10-7 von Kwiat oder eine 10-6 jetzt von Romain Grosjean, das schaffe ich nicht. Also da ist höchstens 2 Zehntel drin, also die 11-0-6-2 von Alonso, die muss ich schlagen. Die ist sogar schon fast Pflicht. Ansonsten müssen wir schauen, was der Palmer noch fährt. Der ist auch auf seiner schnellen Runde, weil Position 18 hier ist dann schon nicht wirklich gut, zumal ich echt keine neuen Teile mehr brauche, wie gesagt. Das Getriebe hält auch bis Abu Dhabi, also bis zum Saisonende. Von dem her, Strafversetzung brauchen wir keine zu befürchten. Ich muss dann hoffen natürlich, dass die Konkurrenz Teile noch wechseln muss, oder dass wir im Regenrennen quasi wieder stärker sind. Das war zum Beispiel in Mexiko nicht der Fall und ob das hier dann auch der Fall sein wird, wage ich auch mal dann zu bezweifeln. Zum Beispiel Kevin Magnussen jetzt zum Beispiel als Vergleich 17-4, eine Zehnte voraus, 36-1, auch nur eine knappe Zehnte voraus. Je nachdem, was der noch im Schlusssektor dann rausholt, ist er auch nicht wirklich weit vorne. Auch Grosjean, Magnussen, doch eine 10-8, da war der Schlusssektor nochmal deutlich besser. Also da merkt man doch ganz klar im Schlusssektor, da geht's halt, kommst halt nur auf den Motor an. Weil du beschleunigst aus der letzten Kurve den raus, dann das Bergstück rauf und da brauchst du halt den Motor. Gerade bergauf haben wir es ja zum Beispiel gemerkt, am Anfang der Saison in Monaco, wie brutal hart das ist. Und der Stroll 2 Zehntel, das sollte drin sein. Ja. 3 Fahrer noch hinter mir. Den Stroll muss ich noch schlagen und den Alonso, dann wäre ich zufrieden. Palmer hat eine 10-7, ist sogar schneller gefahren als Magnussen. Und Grosjean, ja, die Zeitabstände sind ja alle sehr, sehr eng. Sebastian Vettel mit einer 9-2. Wenn ich das mal auf meine oder auf meinen Teamkollegen betrachte, 1,7 Sekunden auf dieser kurzen Strecke. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Österreich als Vergleich nehme, ich glaube, da waren es noch knapp über 2 Sekunden. Also der Fortschritt, den sieht man und den spürt man auch auf dem Klassement. Also wir sind oder wir kommen immer näher an das Mittelfeld ran und in der zweiten Saison sollen wir dann oder wollen wir dann gegen Toro Rosso, Haas, Renault und Williams fighten. Und in der dritten Saison möchte ich eigentlich schon vor Force India gehen. Der liebe Hack Army schreibt immer gerne in die Kommentare, man braucht 5 Saisons. Es ist mir scheißegal, wie viele Saisons man braucht. Ich will es in 4 schaffen.
Ob andere dafür 5 brauchen oder nicht, es interessiert mich nur leider ärztlich wenig. Ich will es versuchen, in 4 Saisons zu schaffen. Also wir haben ja jetzt fast den gesamten Motor schon in der Saison 1 voll entwickelt. Voll entwickelt, und wir haben dabei die ersten 8 Rennen eigentlich gar nichts entwickelt. Das ist halt einfach so ein bisschen, was ich dann sage. Und da denke ich mir in der zweiten Hälfte, da bist du schon bei der Aerodynamik wahrscheinlich auch wieder total gut dabei. Und die dritte Saison oder Ende der zweiten Saison kümmern wir uns dann in der dritten Saison dann komplett um das Chassis. Und dann werden wir das Chassis größtenteils fertig haben. Und dann geht's in der vierten Saison, das ist momentan so ein bisschen mein Plan, geht's nur um die Strapazierfähigkeit. Knallhart gesagt mal, so ist der, oder so ist momentan mein Plan halt ein ganz einfach. Ich habe einen Plan, und deswegen ist auch mein Plan, oder deswegen möchte ich es versuchen, in 4 Saisons zu schaffen. Ob man jetzt 5 Saisons braucht, ich denke mal, dass es in 5 Saisons ganz einfach einfacher ist. Nur ich will mir dann eine Herausforderung stellen und sagen, ich will es in 4 Saisons schaffen. Weil dann wäre es langweilig, und ich hasse Langeweile. Ja, so wie ihr das auch hast, ich will es halt einfach in 4 Saisons schaffen. Wenn ich sehe, wie weit ich den Motor einfach schon in der ersten Saison geschafft habe, warum soll man das mit Aerodynamik nicht auch so ergehen? Oder so gut sein? Ja, das denke ich mir so. Das ist zum Beispiel meine Einstellung. Meine Einstellung ist, du musst einfach versuchen, dir ein höheres Ziel zu setzen. Weil sonst steigerst du dich nicht. Wenn du sagst, du musst natürlich auch realistisch bleiben. Du kannst jetzt nicht sagen, ich schaff's in Saison 2. Ich schaff's in Saison 3. Vergiss es. Ja, also deswegen, ich denke mal schon, Saison 4 mit Hängen und Würgen, mit Hängen und Würgen, könnte man das da schaffen. Ja, wenn wir nie ausscheiden und zum Beispiel ein Hamilton oder auch ein Raikön, der scheidet dann immer aus, dann haben wir gute Karten. Und haben wir gute Karten, das in der vierten Saison zu schaffen. Wir gucken ja auch am Ende mal als einfach, auch dann mal in die Fahrer-WM. Wie viele Punkte hat denn der Führende? Oder wie viel hat der WM, der neue Weltmeister quasi, nach Abu Dhabi? Dann kannst du ja ungefähr ausrechnen, so viele Siege ungefähr brauchst du dann in der Saison. So viele zweite Plätze brauchst du ungefähr in der Saison. Ja, und das kannst du dann ungefähr auf Saison 4 dann immer noch übertragen und haust dann nochmal einen Sieg drauf. Ja. Weil die Ausfälle werden weiterhin, oder sind weiterhin random bei der KI. Da bin ich mir zum Beispiel halt einfach ziemlich sicher. Das ist halt einfach das, wo ich sage, ich habe nichts zu verlieren. Ja, ich hoffe, der Regen kann noch mal ein bisschen warten. Deswegen, Heck Ami, brauchst du es nicht nochmal reinschauen. Ich will es nur in 4 Saisons schaffen. Ob man 5 Saisons braucht oder nicht, steht auf anderem Papier. Zwischen brauchen und wollen sind 2 Paar Schuhe. So. Ja, der ist doch aber scheiße. Und dann habe ich die 2/10 nicht. Ja, und so habe ich gar nichts. Boah. Nein, ich bin ja voll auf den Vollgas gestanden. Da muss ich mich nicht wundern. Da ist meine zweite Runde eigentlich auch für den Arsch. Also ich finde nur maximal eine 1/10. Und es war wirklich maximal eine 1/10. Aber so schnell kann's gehen. Das Auto schwimmt aber auch im Senna. Da ist echt nicht viel in der Hinterachse übrig. Gefällt mir gar nicht. Also, das Qualifier, das muss ich auf meine Kappe nehmen.
Auch hier leichtes Untersteuern. Und dann soll ich da weniger einhängen, um Reifen zu spüren. Das geht gar nicht bei mir. Weil ich hasse Untersteuern. Ja, und hier habe ich kein Vertrauen in das Heck. Oh je, oh je, oh je. Und hier auch nicht. Und da kam mir das Heck auch schon oft genug rum. Ne, das war's. P18. Ja, zack. Ich denke mal, dass ich da mit dem hinteren Rad auf dem Gras war. Da ging's ab. Dann gibt's da kein Halten mehr. In der letzten Kurve weggeschmissen. Okay. Abhaken, motivieren fürs Rennen und fertig. Dass es schwer wird, war klar. Aber weil eine 10. hätte ich noch gefunden, 11-1 und dann, boah. Hut ab vor der KI hier, echt. Die ist echt auf Bahrain-Niveau. Bahrain ist ja auch extrem schwer. Und Brasilien. Brasilien ist eine große Strecke und. Ja. Also ich würde sagen, Brasilien echt die härteste Nummer. Die härteste Nummer, ja. Brasilien, gut, Hut ab, Goldmasters, Hut ab. Hier hat man dann alles richtig gemacht, muss ich sagen. Also hier passt's. Bei hier, also hier musst du die, ich musste die perfekte Runde fahren, um ansatzweise an Alonso dran zu kommen. Gut, dann gewinnt man mein Teamkollege ein Qualifying. Und wir starten dann von der 18. Shit happens, gehört dazu, kann ich auch mit leben und das muss man auch. Abhaken, bei sowas einfach abhaken und beim nächsten Mal besser machen, ja. Und sagen, Teamkollege war besser. 11-0. 10-7 hätte ich fahren müssen. Keine Chance. Ah, ich sag mal so, die 11-0 ist mit der perfekten Runde, ist sie drin. Aber da muss sie wirklich perfekt sein. Und das war sie nicht. Von dem her, Alonso, deswegen verdient vor mir. Aber was mich einfach nur positiv stimmt, ist einfach der Rückstand auf Haas. Das sind nur 4 Zehntel. Auch wenn die Strecke nur sehr kurz ist, sind nur 4 Zehntel. Wir fahren hier 1,10. 4 Zehntel, das ist nicht viel. Und das ist das einzige Positive. Oder das ist das Positive, was ich einfach mitnehme aus diesem Qualifying. Wir sind bald dran. Und zwar bald dran an die Mittelfeldteams. Das dauert nicht mehr lange. Deswegen, Ziel nicht erfüllt. Shit happens. Gibt zwar weniger Ressourcenpunkte, shit happens, kann passieren, passiert einfach. Das sind jetzt gefühlt vielleicht 30 Ressourcenpunkte weniger. Würde ich jetzt mal stark tippen. Ja. War nicht mal 30. Dafür, dass wir es noch genau erreicht haben, kriegen wir 25 Ressourcenpunkte noch gut geschrieben. Von dem her würde ich sagen, unterm Strich haben wir 25 Ressourcenpunkte. Maximal verloren. Maximal 35, also 95 Punkte wäre schon wirklich das Maximum, was ich kriegen könnte. Ist aber nicht. So 448, wir schaffen kreuz, oder ich schaffe trotzdem die 500 Ressourcenpunkte an einem Rennwochenende. Und das ist das, was mich einfach interessiert. Die Realität ist mir sowas von egal, weil der Rufbonus einfach schon da ist. Da geht auch keiner weiter runter, komischerweise, ja. Gut, abhaken, wie gesagt, 10 noch für das Rennen. Bin ich mal gespannt, was sie mir vorschlagen, wird schwer zu sein. Okay, Platz 17 ist realistisch, Alonso schlagen beide sauber, hinter Mehrheiten, bam, da muss ich meinen ausscheiden. Magnussen schlagen wird ein anderes Thema sein, aber wie dem auch sei, das war's mit dem Qualifying heute. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Formel 1 2017 hier bei der McLaren-Karriere.